über 18 Kilo schwere Pioneer SCLX 901 lässt wenig zu wünschen übrig. Er ist sehr gut verarbeitet und das Design auf das Nötigste reduziert. Schick, die Anschlüsse vorne sind unter einer Aluklappe verdeckt. Nur die Auswahl, der Lautstärkeregler und der Einschaltknopf sind immer sichtbar. Auf der Rückseite findet man alle Anschlüsse, die man braucht. 88 an der Zahl. Das Layout ist aber trotzdem übersichtlich. Neben HDMI, 5 davon HDCP 2.2 tauglich, gibt es alle möglichen digitalen und analogen Audio- und Videoeingänge. Mit dem Internet verbunden wird das Gerät über einen Netzwerkanschluss oder das WLAN. Unterstützt werden auch DTS:X und Dolby Atmos. Die Einrichtung geht schnell und das Heimkino ist tief konfiguriert. Smartphones werden per Bluetooth verbunden. Zudem gibt es Unterstützung für Chromecast und Apple Play, wie auch Streamingdienste wie Spotify oder Tidal. Hochaufgelöstes Audio ist an Bord, wie auch ein 4K Upscaler. Nicht nur ist die Tonwiedergabe sehr gut, auch die Leistung muss sich nicht verstecken. Und die Ausstattung und die Anschlussmöglichkeiten lassen nichts vermissen. Der Pioneer SC-LX901 ist nicht nur gross und schwer, er kann auch richtig was. Die Qualität lässt wenig zu wünschen übrig. Das Flaggschiff von Pioneer kostet ca. 3.400 Franken.